Sehr geehrter Jens Brüning, lieber Herbert Jeckle, ich freue mich riesig, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Unsere hochrangige Jury hat aus 23 ausnahmslos exzellenten Nominierungen den Mediziner und Stoffwechselforscher Jens-Klaus Brüning zum diesjährigen Preisträger auserkoren. Professor Brüning ist Direktor am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung sowie Direktor des Zentrums für Endokrinologie, Diabetes und Präventivmedizin der Universität Köln. Und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass wir ihn heute für seine herausragenden Forschungsarbeiten zu den krankhaften Prozessen bei der Entwicklung einer Insulinresistenz bei Übergewicht und Diabetes mellitus auszeichnen. Lieber Herbert, du warst nicht nur Direktor der Abteilung Molekulare Entwicklungsbiologie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, sondern über viele Jahre hinweg auch ein beeindruckender Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Warum hast du Herrn Brüning für diesen Preis denn vorgeschlagen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe seine Arbeiten über die letzten 15 Jahre hinweg verfolgt, dabei festgestellt, dass er, kommen ja alle von Max Planck, alle drei, so ein bisschen wirklich ein Max Plancker ist im eigentlichen Sinne, wenn ich an das Zitat von Max Planck denke, nämlich das Erkennen muss der Anwendung vorangehen. Er ist Mediziner, er ist in der Klinik und er war bereit, vom eigentlichen Mainstream in der Forschung ein bisschen wegzugehen, hat damit Erfolg gehabt, internationale Anerkennung. Und das, finde ich, muss man anerkennen. Ganz einfach. Er ist gut. Ja, das ist eine klare Antwort. Dann, vielen Dank. Herr Brüning, können Sie unseren Zuschauern und hier Anwesenden noch etwas klarer machen, woran Sie ganz genau forschen und welche Auswirkungen denn Ihre Arbeiten dann haben könnten auf die klinische Seite? Die Frage ist halt, dass Körpergewichtsregulation im Grunde über die letzten 100 Jahre eine Blackbox war, dass man eigentlich keine richtige Vorstellung davon hatte, was sind die molekularen Korrelate. Und das hat sich vor ungefähr 25 Jahren schlagartig geändert, als Jeff Friedman von der Rockefeller University ein neues Hormon entdeckt hat, Leptin, und konnte halt zeigen, dass es einen Botenstoff gibt, der wird vom Fettgewebe gebildet, in Abhängigkeit davon, wie viel Fett im Körper ist. Und dieser Botenstoff signalisiert dem Gehirn, es ist genug Energie da, hör auf zu essen, verbrenn mehr Energie. Und damit hatten wir zum ersten Mal quasi ein Werkzeug in der Hand, um überhaupt das ganze komplexe System zu entschlüsseln, dass der Körpergewichtsregulation zugrunde liegt. Das heißt, wir konnten feststellen, welche Zellen sprechen auf das Leptin an, gibt es andere Signale. Uns hat das Insulin interessiert als quasi Kommunikator der Währung Zucker, das von der Beta-Zelle freigesetzt wird, haben dann nachgeschaut, wo wirkt Insulin im Gehirn, um wirklich quasi so eine basale Roadmap überhaupt mal zu entwickeln. Wie funktioniert das System? Wie versteht das Gehirn, wie viel Energie verfügbar ist? Um uns dann im nächsten Schritt dem zuzuwenden, was funktioniert nicht mehr in dieser Regulation beim Vorliegen von Übergewicht? Wie kommt es, dass das Gehirn nicht mehr adäquat auf Leptin anspricht, auf Insulin anspricht? Und dann auch die Verbindung, haben versucht, die Verbindung zu verstehen zwischen Übergewicht und Diabetes, indem wir festgestellt haben, dass die gleichen spezialisierten Nervenzellen, die wir im Gehirn finden konnten, die das Essen regulieren, auch gleichzeitig den Zuckerstoffwechsel in der Leber regulieren. Und damit erschließt sich dann auch, dass das im Grunde ein zentraler Mechanismus ist, der nicht nur zum Übergewicht führt, sondern auch gleichzeitig zum gestörten Zuckerstoffwechsel und Diabetes. Und ich glaube, dass das fundamentale Problem ist, dass wir begonnen haben zu verstehen, wo sind die Nervenzellen, die den Energiestand des Körpers wahrnehmen. Das sind diese ganz basalen Hypothalamusstrukturen, diese AJP-Neurone, die wir charakterisieren konnten, oder POMC-Neurone, also ganz spezialisierte Nervenzellen. Das Problem ist, dass wir ein sehr eingeschränktes Verständnis darüber haben, wie diese Information im Gehirn weiter verschaltet wird. Da kommen natürlich dann auch andere Einflüsse, Geruch, Geschmack, emotionaler Status. Das heißt, Essen kann einen ganz anderen Wert haben,
abhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen ich esse, unter denen ich Essen suche. Und was wir noch nicht verstehen, ist letztendlich, wo der Knotenpunkt ist, wo all diese Entscheidungen zusammen oder diese Einflüsse zusammenkommen, um letztendlich die Entscheidung zu treffen, nehme ich die Gabel in die Hand, esse ich das oder esse ich es nicht. Und ich glaube, solange wir diesen entscheidenden Konvergenzpunkt noch nicht gefunden haben, wird es auch extrem schwer sein, eine gute Therapie zu entwickeln. Wir verstehen die zellulären Mechanismen, die in diesen spezialisierten Neuronen ablaufen. Wir beginnen zu verstehen, in welche Nervenzellennetzwerke sie ihre Informationen entsenden. Und wir verstehen auch in gewissem Maße die Plastizität. Wir wissen zum Beispiel aus jüngeren Studien, auch aus unserem Labor und anderen Arbeitsgruppen, dass während kritischer Entwicklungsphasen diese Nervenzellen ihre Projektionen ausformen. Und wenn dann zum Beispiel während der Entwicklung der Nachkommen der Stoffwechsel der Mütter kompromittiert wird, dass dann diese Nervenzellen nicht mehr richtig ihre Antennen aussenden können. Die Kinder werden geboren mit einem geschwächten Regulationssystem, das sie lebenslang prädisponiert für die Entwicklung metabolischer Störungen. Zumindest im Mausmodell, da gibt es aber gute Daten, dass das bei Menschen sehr ähnlich ist. Und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig zu verstehen, wie kann sowas passieren, zu welchem Entwicklungszeitpunkt, um dann letztendlich auch klinische Empfehlungen davon abzuleiten, zu sagen, wir glauben, dass der wichtigste beim Menschen determinierende Zeitraum in dieser Regulation das letzte Trimenon, also das letzte Drittel der Schwangerschaft ist. Und dass man halt dann ein besonderes Augenmerk auf die Stoffwechselregulation der Mutter legt, eventuell durch sportliche Interventionsprogramme einfach helfen kann, die Entgleisung des Stoffwechsels zu verhindern, um diese langfristigen Folgen für die Kinder zumindest einzuschränken. Dem Übergewicht liegt immer dieses oder heftet das Stigma der Betroffenen an, dass sie einfach nur willensschwach sind. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Problem. Und ich glaube, dass die Wissenschaft hilft, wenn wir verstehen, wie funktioniert das Hormonsystem, das das Körpergewicht reguliert, und wenn wir verstehen, dass Leptin nicht nur quasi reflexartig Essen reguliert, sondern auch über höhere Hirnstrukturen sowas wie Belohnungswert von Essen reguliert. Das heißt, wenn Sie nichts zu essen haben, die Leptinspiegel sind niedrig, wird Essen extrem attraktiv für Sie. Wenn Sie jetzt übergewichtig sind und Ihr Leptin funktioniert nicht mehr richtig, dann können Sie sagen, okay, die Willenskraft ist eingeschränkt, aber die ist nicht eingeschränkt, weil einer, ich sag mal, schwach ist, sondern es gibt ein organisches Korrelat dafür. Es gibt ein Hormonsystem, das dieses Verhalten reguliert. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu kommunizieren, dass das jetzt nicht Willensschwäche ist, sondern das ist eine organische Erkrankung, für die wir beginnen, die molekularen und zellulären Korrelate zu verstehen und hoffentlich auch therapeutisch anzugehen. Deine Nominierung, Herbert, hast du unter anderem so begründet. Herr Brüning ist Mediziner, der in der Grundlagenforschung Bahnbrechendes geleistet hat. Dies hat er nicht nur seiner intellektuellen Brillanz, sondern auch seiner sozialen Intelligenz zu verdanken, mit der er seine Mitarbeiter zu Höchstleistung motiviert und dabei doch menschlich und bescheiden bleibt. Was macht Herrn Brüning denn dann zu solch einem Ausnahmeforscher? Also erstens mal, wenn ich gewusst hätte, dass du das heute vorliest und der Jens das mitbekommt, dann hätte ich das anders geschrieben. Weil, wie ich ihn kenne, wird er jetzt ein bisschen rot, zumindest innerlich. Jeder hat eine klare Vorstellung. Es gibt ein Credo innerhalb jedes Gebietes. Und da zu sehen, dass es nach links eben ein bisschen anders aussieht und dem dann nachzugehen, setzt voraus, dass man in der Lage ist, das zu erkennen. Einfaches Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fleming der Erste war, der seine Bakterienplatten mit Pilzen verschlammt hatte, sondern er war halt der Erste, der das gesehen hat und der daraus die Konsequenz gezogen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, heute insbesondere können Sie Wissenschaft nicht mehr am Mikroskop machen, single-handed mit dem Pipettieren, sondern Sie brauchen ein Team. Und wenn Sie ein Team brauchen, dann müssen Sie a, die Leute davon überzeugen, dass der Weg der richtige ist und b, menschlich richtig handeln, nämlich den Leuten den Respekt zollen, den sie aufgrund ihres Beitrags auch wirklich verdienen. Und für mich ist da
eigentlich Jens vorbildhaft? Ich behandle irrsinnig gerne Patienten. Ich finde auch die menschliche Kommunikation mit Patienten ist ein extrem wichtiger und bereichernder Teil. Aber genauso liebe ich fundamentale Wissenschaft. Und ich hatte wirklich das Glück, das muss ich sagen, das war ja ein relativ unkonventioneller Lebensweg, den ich da genommen habe beruflich, dass ich auch gewisse Zeiten hatte, wo ich das eine oder andere liegen lassen konnte. Das heißt, ich bin irgendwann, als ich Oberarzt war, komplett aus der Klinik ausgestiegen, habe eine Professur in der Genetik angenommen, war ein Nachfolger von Klaus Rajewski in Köln. Ja. Und habe mich dann 100% fokussiert und habe auch mit Mitte 30 noch irrsinnig viel gelernt. Ich dachte, ich konnte jetzt Wissenschaft und habe dann von tollen Kollegen am Institut für Genetik in Köln nochmal ganz andere Sachen gelernt, über Drosophila Trachealentwicklung, über mitochondriale Biochemie. Und das hat mich dann wieder, ja, im Grunde wieder weitergebracht. Und irgendwann gab es wieder die Möglichkeit, auch wieder in die Klinik zurückzugehen. Ich bin einfach dankbar für jede Zeit, in der ich das eine oder andere intensiver machen konnte und halt jetzt den Luxus habe, beides kombinieren zu können. Toll. Herbert, auch an dich nochmal. Wie können wir junge Medizinerinnen und Mediziner dabei unterstützen, die Arbeit in der Klinik mit der wissenschaftlichen Grundlagenforschung zu verknüpfen? Ein schwieriger Spagat, das haben wir gehört und wissen wir alle. Ist schwierig und im Grunde hat eigentlich Jens alles falsch gemacht. Er war in Köln im Kindergarten, wenn ich das richtig sehe, in der Schule. Er hat dort sein Abitur gemacht, hat dort studiert und ging dann mal ein paar Jahre immerhin nach Harvard. Und dann kam er wieder zurück nach Köln und ging dort über die Genetik in die Medizin zu Max Planck. Das ist ein Weg, der eigentlich anzeigt, wie dieses System, eigentlich wie anfällig das System ist. Man braucht Glück in Deutschland, wenn man Mediziner ist und Klinik machen möchte, aber gleichzeitig auch Forschung. Da ist es einfach so, dass wir in Deutschland, glaube ich, das Ganze noch nicht wirklich systematisch anerkannt haben, wie wichtig das ist. Nämlich, dass wir wirklich heutzutage molekulares Verständnis, vor 20 Jahren vielleicht noch nicht, aber heutzutage ein molekulares Verständnis haben, um diese Molekularbiologie zu verknüpfen mit Fragen, die ein Grundlagenforscher gar nicht haben kann. Die kann nur jemand haben, der am Krankenbett steht und auch die Probleme dort sieht. Und aus dem Molekül heraus vielleicht in die Chemie sogar zu gehen, das heißt ein multidisziplinärer Ansatz, der verfolgt werden kann. Und dazu reicht es meines Erachtens nicht aus, dass man mal ein Jahr frei bekommt, um Wissenschaft ein bisschen reinzuschnuppern. Ich übertreibe jetzt bewusst. Sondern wir müssen uns überlegen, die Medizin muss sich überlegen, wie man das Ganze organisiert in einer vernünftigen Art und Weise. Und wenn ich jetzt despektierlich bin, was ich häufig bin, dann muss ich sagen, ein Krankenhaus ist für einen Grundlagenforscher, der medizinische Forschung macht, nichts anderes in Anführungszeichen als das Tierhaus für den Mausforscher und nichts anderes als dieser kleine Raum, wo sie also 1000 Drosophila, verschiedene Drosophila-Stämme haben. Ist natürlich falsch, das Bild, aber irgendwo ist es auch richtig. Sie müssen beide Seiten verstehen. So wie ich meine Fliegen im Detail verstehe, weiß, wenn die schlecht drauf sind, die wissen wahrscheinlich auch inzwischen, wenn ich schlecht drauf bin. Man stellt dann wirklich fest in der Klinik, wo sind die Probleme. Und die zu übertragen, heißt massive Erfahrung auf beiden Seiten. Und ich finde das enorm schade und ich hoffe, dass irgendwann in der nächsten Generation, die klügere Generation steckt, die vielleicht weniger nach dem Euro schielt als die jetzige. Lieber Herr Brüning, der Ernst-Jehring-Preis 2020 wird verliehen an Professor Dr. Jens Klaus Brüning,
Die Schering-Stiftung würdigt damit seine Forschungsarbeiten zur Identifizierung neuer Pathomechanismen bei der Entwicklung einer Insulinresistenz bei Diabetes mellitus Typ 2 und Übergewicht. Der Preis ist mit 50.000 dotiert. Es liegt kein Scheck bei, aber Sie können uns glauben, das kommt auch noch. Und wir Berlin, 30. September 2020. Auch bei Ihnen muss ich leider Abstand halten, aus den bekannten Gründen. Herzlichen Dank. Gratulation. Vielen Dank an die Auswahlkommission. Vielen Dank, Herbert, für die Nominierung.